Okay, ihr Lieben, es wird Zeit, sich noch einmal mit Jurassic Park 3 zu befassen. Und ich weiß, was ihr jetzt denkt. Jurassic Park 3? Wir haben doch eigentlich jetzt schon alles, was dieser Film irgendwie an Fragen aufgeworfen hat, in bestimmten Jurassic Park 3 Videos behandelt. Und im Großen und Ganzen stimmt das auch. Ich habe euch mal die Playlist zu Jurassic Park 3 da oben verlinkt. Da könnt ihr gerne mal draufklicken. Da habe ich sämtliche Fragen beantwortet. Wie, wer hat die Crew auf dem Boot am Anfang des Films getötet? Wie hat Eric den T-Rex-Urin bekommen und eben auch auf der Insel überlebt über so eine lange Zeit? Wie ist Ben Hildebrand gestorben? Wir haben uns wirklich ausführlich mit allen möglichen Themen beschäftigt, außer mit einem. Und da habt ihr mich in den Kommentaren drauf hingewiesen. Ich habe diese Frage jetzt nur ein-, zweimal in den Kommentaren gelesen und dachte mir selbst aber auch, stimmt. Eine richtige Klarstellung zu dieser Frage habe ich bisher so auch noch nicht gehört. Beziehungsweise ich konnte auch euch in den Kommentaren nicht einfach eine kurze Antwort geben, weil ich wusste es eben selber nicht. Also habe ich nachrecherchiert, wen Eric in seinem Gespräch mit Dr. Alan Grant denn meint, als er sagt, dass der Urin vom T-Rex die kleinen Saurier abhält und eben verscheucht, aber einen super großen anlockt, nämlich den mit dem Stachel. Und genau diese Frage besprechen wir jetzt hier in diesem Video. In diesem Sinne, viel Spaß! Ja, tatsächlich muss ich selber sagen, ich fand die Frage sehr interessant, denn ich konnte jetzt nicht einfach irgendeine Antwort geben. Im Endeffekt würden die meisten jetzt wahrscheinlich sagen, damit meint er den Spinosaurus, denn das macht ja auch Sinn. Spinosaurus heißt übersetzt so viel wie Dornenechse und Dorne und Stachel, das passt ja irgendwie. Er meint den Spinosaurus. Wiederum andere würden aber vielleicht meinen, nee, der einzige Saurier, den wir da gesehen haben, mit einem wirklich kenntlichen Stachel, das wäre der Ceratosaurus gewesen, den wir ganz kurz mal sehen, als Alan Grant und Co. das Telefon aus dem gewaltigen Spinosaurushaufen rausholen. Und wiederum andere würden sagen, das war einfach nur so ein Spruch, den mit dem Stachel, den gab es hier gar nicht. Das soll fürs Worldbuilding sein, dass man eben den Eindruck hat, dass da noch mehr Dinosaurier rumlaufen, was ja auch der Fall ist, als wir im Film gesehen haben. Daraufhin habe ich mich zuallererst mal mit dem Ceratosaurus beschäftigt und habe mal nachgeschaut, ob der Begriff Stachel in irgendeiner Assoziation mit dem Tier überhaupt generell steht. Vielleicht in irgendeiner Definition oder ähnlichem, und da muss man auch sagen, nee, eigentlich nicht wirklich. Noch dazu wird ja eben hier auch davon geredet, dass das Tier mit dem Stachel, also der mit dem Stachel, scheinbar um einiges größer sein muss als der Ceratosaurus. Denn Eric sagt ja, es lockt einen super großen an. Der Begriff super groß ist natürlich jetzt auch wieder so eine, ja, subjektive Sache, je nachdem, wie man das Ganze auslegt. Aber ich persönlich würde den Ceratosaurus nicht als super groß betiteln. Danach habe ich mir den Spinosaurus mal geschnappt und habe dasselbe gemacht. Ebenfalls die Definition nachgeschlagen und ja, Dornenechse, und die Dornen sind eben bezogen auf das Segel im Hintergrund, weil da gucken eigentlich dann noch so ein paar Knöchelchen raus, und deswegen ist das eben die Dornenechse. Allerdings dachte ich mir dann hier, dass es doch wesentlich besser gewesen wäre, für die Zuschauer nachzuvollziehen, um welchen Saurier es hierbei geht, wenn man gesagt hätte, der mit dem Segel. Der hätte doch jeder sofort gewusst, ah, okay, der mit dem Segel, Spinosaurus. Als nächstes bin ich dann auf die Idee gekommen, ich schaue mir die Szene einfach nochmal im Englischen an, denn ich habe natürlich auch auf YouTube nachrecherchiert, ob es da bestimmte Videos gibt, die sich mit der Thematik befassen, und ich gucke generell öfter im englischsprachigen Raum, weil es da einfach wesentlich mehr Videos und Informationen zu so Themen gibt, und da ist mir aufgefallen, es gibt so gut wie gar nichts zu diesem Thema. Diese Fragestellung, wen meint er denn überhaupt damit, die existiert so nicht wirklich. Und ja, tatsächlich wird auch im englischen Sprachraum nicht von einem Stachel gesprochen, sondern hier redet Eric von The Fin, also dem großen Dinosaurier mit The Fin. Be careful with that. T-Rex. Scare some of the smaller ones away, but it attracts one really big one with a fin. This is T-Rex P. Im Deutschen übersetzt heißt das die Flosse. Da muss man sich jetzt hier wieder fragen, was denkt man sich im Deutschen dabei, die Flosse zu übersetzen mit der Stachel? Das ist eine gute Frage, die würde ich sehr gerne auch mal irgendwie an jemanden weitergeben, der für die deutsche Synchronstimmen von Jurassic Park 3 verantwortlich gewesen ist. Auf jeden Fall, ja, im englischen Original sagt Eric ganz klar, es lockt einen super großen an,
den mit der Flosse. Und ihr werdet jetzt sehr wahrscheinlich auch sagen, ja, Stachel und Flosse, ey, mir fallen jetzt auch bei Flosse keine Dinosaurier ein, die durch ihre Flosse relativ prägnant wären. Ich meine, ja, der Spinosaurus hat ja laut aktuellem wissenschaftlichen Stand so eine riesige Kaulquappenflosse gehabt, aber doch nicht im Jurassic Park Film. Also schauen wir uns einfach mal die Definition vom Spinosaurus an, abseits von Dornenechse, denn dort ist in der Beschreibung ganz klar beschrieben, dass das Segel auf dem Rücken vom Spinosaurus als Sail Fin betitelt wird, also als Segelflosse. Das heißt, man könnte jetzt hier einfach denken, ja, okay, Eric hat auf jeden Fall den Spinosaurus gemeint. Das wäre irgendwie logisch, hätte sich nicht der Regisseur selber zu der Thematik geäußert. Denn tatsächlich wurde diese Frage vom Regisseur selber bereits in einem Interview beantwortet, in welchem er genau auf diese Frage angesprochen wurde. Hierbei wurde nicht explizit auf den mit dem Stachel im Deutschen oder im Englischen with the fin angespielt. Nein, hier wurde die gesamte Szene mit T-Rex P, also mit dem T-Rex Urin, mehr hinterfragt, was das Ganze denn im Film soll. Und die Antwort des Regisseurs hierbei ist gewesen, er fand einfach die Idee dahinter sehr interessant, in den Film mit einzuführen, dass der T-Rex Urin, also der Geruch des T-Rex, die ganzen kleinen Saurier verscheucht, die dem T-Rex unterwürfig sind, da er der König der Tyrannen ist, aber den Spinosaurus selbst zieht dieser Geruch an. Das Ganze sollte so ein bisschen darauf anspielen, dass der Spinosaurus wirklich, naja, auf einer Art Mörderfeldzug ist und quasi alle Alpha-Predatoren auf der Insel unterwerfen oder eben auslöschen will. Hat die Szene genau das jetzt rübergebracht? Ich muss sagen, nicht wirklich, was aber auch so ein bisschen an der deutschen Übersetzung liegen könnte. Wenn man das Ganze aber weiß, erneut, Jurassic Park 3 ist so ein Film, wenn man den Hintergrund davon weiß, muss ich wirklich sagen, es gibt dem Spinosaurus nochmal so einen gewissen Touch von Monsterhaftigkeit. Mir gefällt dieser Gedanke einfach unfassbar gut, dass der Spinosaurus von Gerüchen angelockt wird, von Tieren, die ihm quasi im Kampf ebenbürtig sind, damit er das unangefochtene Alpha-Tier auf der Insel wird. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Hast du das gewusst? Ein paar von euch haben es mit Sicherheit schon gewusst. Dann schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare unten rein, was haltet ihr davon? Ich finde es irgendwie ganz cool, das jetzt im Nachhinein zu wissen. Aber wie gesagt, das kam so nicht wirklich im Film rüber. Oder gehörst du zu den Leuten, die jetzt sagen, okay, krass, wusste ich noch gar nicht und findest trotzdem cool oder findest du es irgendwie blöd? Schreib mir all deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein und schreib mir gerne nochmal weitere Fragen in die Kommentare dieses Videos hier zum Thema Jurassic Park und aber auch Jurassic World, die ich für euch vielleicht noch beantworten kann. Oder vielleicht auch nicht. Aber ich versuch's auf jeden Fall. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.